Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Radio Globale. Eine interessante, vielfältige halbe Stunde wartet auf Sie. Den Beginn machen wir mit dem Arbeitskreis Religionen. Vor dem Hintergrund zahlreicher Angriffe auf Menschen verschiedener Religionen veröffentlichte der Arbeitskreis Religionen am Internationalen Tag der Menschenrechte eine Erklärung gegen Menschenverachtung. Es geht dem Arbeitskreis um die Verteidigung grundlegender Werte und wechselseitige Toleranz aller religiösen und ethnischen Traditionen. Der Arbeitskreis Religionen des Präventionsrates Oldenburg hat im vergangenen Jahr eine gemeinsame Erklärung gegen Menschenverachtung abgegeben. Die Gruppe aus Religionsvertretern möchte sich mit der Erklärung geschlossen hinter die Menschenrechte stellen. Ahmed Hassa erläutert den Hintergrund. Es ist sehr gut, dass es Arbeitskreis Religionen Oldenburg gibt. Wenn Sie das auch sehen, da sind unterschiedliche Religionen drin. Das ist katholische Kirchen, das ist evangelische, das ist Muslimen. Das sind alles drin. Und das finde ich auch sehr gut, dass Sie zusammenarbeiten können, um das Bild nach außen zu zeigen, dass Sie Religionen trotzdem, obwohl sie auch unterschiedlich sind, trotzdem machen Sie eine Erklärung. Neben der Verurteilung von Hass geht es den Mitgliederinnen und Mitgliedern aus allen Glaubensgemeinschaften Oldenburgs grundsätzlich um die Verteidigung von Rücksicht und Verständnis in der Gesellschaft. Dazu Kathleen Renken vom Humanistischen Verband und Ernst Sittig von der Jüdischen Gemeinde. Die Kernaussagen sind, dass wir in unseren Gemeinschaften eine gewisse Verantwortung füreinander spüren. Und diese Verantwortung wollen wir dann auf die ganze Gesellschaft übertragen. Dazu geben wir zum Beispiel in der Synagoge sehr viele Führungen, mehrmals jede Woche für Schulklassen, für Arbeitsgemeinschaften und für jeden, der interessiert ist. Auch wenn die Bevölkerung großes Interesse zeigt, sehen sich Religionsgemeinschaften auch in Oldenburg mit menschenverachtendem Verhalten konfrontiert. Wir sind ja auch ein oder zwei oder mehrere Mal, bevor wir in unsere Moschee reingegangen sind, von verschiedenen Menschen zum Beispiel gespuckt worden oder geschimpft worden. Das ist ja leider ein negatives Erlebnis, was man in Oldenburg erlebt hat. Aber trotzdem, wir haben eine sehr gute, auch positive Bilder, die wir auch durch unsere Arbeit in Oldenburg geleistet haben, bekommen. Ich lese in Zeitungen und höre auf Radio und Fernsehen ziemlich oft, dass Hass der Norm wird. Und das wird auch von bestimmten politischen Parteien gepredigt. Für ein friedliches Zusammenleben betonen alle Seiten Dialog und Gemeinsamkeiten. Ich finde, man sollte miteinander reden einfach. Die Geschichten kennenlernen von anderen und die Hintergründe und sich als Mensch wahrnehmen. Ich denke, dass einander kennen und verstehen der Schlüssel ist, zum gut miteinander zusammenleben können. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann und Christel Schwarz, Vorsitzende des Freundeskreises für Sinti und Roma in Oldenburg, haben am Montag, 27. Januar 2020, dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am Mahnmal für Sinti und Roma Kränze niedergelegt. Damit gedachte man der 74 Sinti-Opfer, die im nationalsozialistischen Holocaust in Auschwitz, Birkenau und anderswo ermordet wurden. Es gibt Dinge, die darf man nicht vergessen. Am 3. März 1943 wurden 74 Mitglieder von Sinti-Familien auf dem Ziegelhofgelände in Oldenburg verhaftet und abtransportiert. Sie kamen alle ums Leben. Aus diesem Grund findet jedes Jahr am 27. Januar, dem Tag der Befreiung der Überlebenden, eine Gedenkveranstaltung am Gedenkstein am Mahnmal im Friedhofsweg statt. Da geht es um zwei Dinge. Zum einen wollen wir natürlich erinnern an die Verbrechen, die geschehen sind, an hier insbesondere die 74 Sinti und Roma, die von hier verschleppt und dann in den Konzentrationslagern ermordet worden sind. Zum anderen wollen wir aber natürlich auch aufrütteln und ein Symbol setzen, dass auch in der heutigen Gesellschaft Antisemitismus, Ausgrenzung, Judenfeindlichkeit und eine Verrohung der Gesellschaft immer mehr um sich greifen und dass wir dagegen ankämpfen müssen, damit wir die Geschichte nicht wiederholen müssen, die wir eigentlich überwunden glaubten.
Zu diesem Anlass legten Oberbürgermeister Jürgen Krugmann und Christel Schwarz, der Vorsitzende des Freundeskreises e.V. für Sinti und Roma, in Oldenburg am Mahnmal Kränze ab. Aber was macht es so wichtig? Also es ist natürlich sehr wichtig, dass man die schlimmen Dinge in der Vergangenheit nicht vergisst, damit man für die Gegenwart lernen kann. Und ich glaube, das ist heute wichtiger denn je. Aber natürlich ist es wichtig, allen Opfern dieser Zeit zu gedenken, da es viele Gruppen gab, die zur NS-Zeit gelitten haben. Wir wollen in Oldenburg eine freie, eine offene, tolerante Gesellschaft bleiben. Dafür wollen wir alles tun. Wir wollen, dass nie wieder die Ausgrenzung einzelner Bevölkerungsgruppen und dann sogar die Vernichtung, Vertreibung und Vernichtung einzelner Bevölkerungsgruppen stattfinden kann. Wir setzen uns für ein Miteinander ein. Das ist eigentlich unser Ziel. Der 27. Januar ist der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Dieses Jahr jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 75. Mal. Und um nicht zu vergessen, was passiert ist und um sowas für die Zukunft zu verhindern, sind Gedenkveranstaltungen wie diese wichtig. Im Oktober letzten Jahres begann in Hannover die Veranstaltungsreihe Taking Part. Vier afrikanische Vereine organisieren dafür Workshops. Es geht darum, die politische Teilhabe Jugendlicher mit und ohne Migrationsgeschichte zu verbessern und den Dialog mit Politikerinnen und Politikern zu ermöglichen. Anfang Dezember fand nun das Lokaltreffen in Oldenburg statt, organisiert vom Verein Integration. Die von vier norddeutschen Integrationsvereinen organisierte Workshop-Reihe für politische Teilhabe Taking Part ist Anfang Dezember nach Oldenburg gekommen. Hia Pagos gehört mit zum Organisationsteam und kennt den Plan. Heute geht es darum, ein bisschen konkreter zu werden und zu gucken, die Sachen, die wir bis jetzt schon gelernt haben, an Rhetorik oder einfach Kommunikationsmöglichkeiten umzusetzen und in den Dialog mit den Politikern der Region zu kommen, sich auszutauschen über Themen, die einen interessieren und vielleicht auch schon Lösungsansätze zu entwickeln. Dieses Konzept kommt gut an. Was ihr besonders gefällt, erklärt Teilnehmerin Janette. Ich finde dieses Angebot sehr produktiv und ich finde es auch echt toll, dass wir so eine Möglichkeit bekommen haben, einfach Jugendliche ein bisschen mehr zu emanzipieren, ein bisschen an die Politik zu bringen. Ich selber bin auch Jurastudentin, deswegen finde ich es total toll, einfach mal über die politische Lage zu kommunizieren, auch in direkten Kontakt mit Politikern zu kommen und einfach mal so mit denen ins Gespräch eine Diskussion zu führen. Neben den jugendlichen Teilnehmenden war auch der Bundestagsabgeordnete Stefan Albani eingeladen, um sich den Fragen zu stellen. Ich tue das im Wesentlichen durch meine persönliche Arbeit. Das heißt, wo immer ich gerufen werde und ich lade auch viele junge Menschen ein und auch Menschen mit Migrationshintergrund, so sind wir ja auch zusammengekommen hier, dass ich eine Gruppe mit 60 Personen im Deutschen Bundestag hatte. Außerdem gab es an diesem Wochenende ein Workshop-Angebot, beispielsweise über politische Beteiligung Jugendlicher oder politischen Extremismus. Der Teilnehmer Curtis möchte sich informieren, um politisch aktiver zu werden. Man muss etwas tun, man muss direkt ins Spielfeld gehen, damit man etwas machen kann, nicht einfach rumstehen und einfach rumschreien. Also ich finde, man muss da reingehen und etwas tun. Was sich ändern muss, damit das leichter möglich ist? Dazu der CDU-Politiker. Je mehr die Menschen miteinander in den Dialog kommen, desto mehr werden Vorurteile abgebaut, desto mehr werden aber auch Notwendigkeiten auf der jeweils anderen Seite verständlich und desto mehr Lösungen sind leichter und die Teilhabe am Ende wirklich möglich. Für mich ist eine Grundvoraussetzung der Teilhabe, dass die Barrieren abgebaut werden. Die sind manchmal sächlich, die sind manchmal organisatorisch, aber die schlimmsten sind die, die in den Köpfen sind. Denn die verhindern, dass diese ersten beiden genannten abgebaut werden. Und deswegen müssen zuerst mal diese Mauern in den Köpfen weg. Wenn du die nicht wegkriegst, kannst du so viele Gesetze machen, wie du willst. Es wird nichts helfen. Das Projekt geht auch 2020 weiter. Projektleiter Ebi Tangara zieht eine positive Zwischenbilanz. Es hat sogar unsere Erwartungen übertroffen. Alles Gute, ganz gut. Die Workshop, die wir die anbieten oder die Jugendliche ausgesucht haben und die angeboten sind, sind alle sehr gut. Auf jeden Fall vom Ziel hier, was wir wollten mit dem Projekt erreichen, wir sind noch nicht am Ende, aber bis hier, wir sind sehr, sehr zufrieden und wir sind auch gute Hoffnung, dass wir werden weiterhin so zufrieden sein bis am Ende des Projektes. Ende Januar fand im Café Ibis des Neujahrsempfang des UNO-Flüchtlingshilfe statt.
Auch in diesem Jahr stand der Empfang thematisch im Zusammenhang mit den weltweiten Flüchtlingsbewegungen und der Arbeit des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, dessen nationaler Partner die UNO-Flüchtlingshilfe ist. Zum 14. Mal fand der Neujahresempfang der UNO-Flüchtlingshilfe in Oldenburg im Café Ibel statt. Zu Gast war die Schriftstellerin Dr. Regula Wenske als Präsidentin des Schriftstellerverbandes PEN Deutschland. Sie berichtete vom Writers in Prison Programm des deutschen PEN. Also das Writers in Prison Programm ist eine Säule des internationalen PEN, einer weltweit agierenden Schriftstellerorganisation. Wir setzen uns ein für die Freiheit des Wortes und für verfolgte Kolleginnen und Kollegen, also Autoren, die aufgrund dessen, was sie geschrieben haben, ins Gefängnis kommen oder mit Morddrohungen bedroht werden oder sonst wie gefährdet sind. Für die setzen wir uns ein. Schriftstellern, für die es im eigenen Herkunftsland zu gefährlich wird, bietet PEN mit dem Writers in Exile Programm einen Ausweg, erzählt Frau Wenske. Und der deutsche PEN, der Teil dieses internationalen PEN ist, der hat darüber hinaus noch ein Programm, das nennt sich Writers in Exile. Das existiert jetzt seit 20 Jahren, wurde 1999 gegründet vom damaligen ersten Kulturstaatsminister Michael Naumann. Das heißt, die Bundesregierung gibt uns Geld, damit wir verfolgte Schriftsteller, die aus ihren Ländern fliehen mussten, denen können wir Zuflucht in Deutschland geben. Für 1 bis 3 Jahre haben die dann ein Stipendium, erhalten Geld monatlich, eine Wohnung von uns gestellt, eine Krankenversicherung und können dann hier sozusagen wieder zur Ruhe kommen, hoffentlich auch ein wenig ihre Traumata überwinden und wieder schreiben. Veranstaltet wurde der Neujahresempfang wieder von Professor Dr. Reinhold Friedl, der viele Ziele für das Jahr 2020 und darüber hinaus hat. Die Ziele für 2020 sind natürlich, dass Flüchtlinge gut aufgenommen werden in den Aufnahmeländern, dass menschlich und anständig mit ihnen umgegangen wird, dass so wenig Leute wie möglich fliehen müssen und dass dazu auch Maßnahmen ergriffen werden, um die Fluchtursachen zu beseitigen. Das heißt, es geht natürlich nicht an, dass die Hilfsprogramme der UNO und UNHCR wie jetzt in Syrien gekürzt werden, sodass die Menschen dort keine Perspektive haben und sich weiterhin auf den Weg machen. Es muss in diesen armen Ländern, insbesondere Uganda, Bangladesch, Libanon und vielen anderen Ländern der Welt, muss viel mehr Hilfe auch von der Europäischen Union geleistet werden, damit die Flüchtlinge dort eine Perspektive haben. An einer Perspektive von Flüchtlingen in Deutschland und speziell in Niedersachsen arbeitet auch die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Frau Doris Schröder-Köpf, die dieses Jahr als Ehrengast an dem Neujahresempfang teilgenommen hat. Ich glaube, dass wir es hier bisher ganz gut geschafft haben, die Gesellschaft so irgendwie halbwegs zusammenzuhalten. Ich wünsche mir, dass wir erreichen, dass die Menschen hier in Niedersachsen diejenigen, die neu dazukommen, nicht als Bedrohung empfinden, sondern dass sie verstehen und sehen, dass Flucht und Migration sozusagen ganz normale, leider ganz normale Teile des Lebens sind. 2019 war ein Jahr voller Entbehrung für die Flüchtlingshilfe in Deutschland, weshalb die Gäste hoffnungsvoll in das Jahr 2020 gehen. Auch in Zukunft wird weiter daran gearbeitet, die Migration und Integration in Deutschland zu verbessern. Es ist ruhig geworden und das Thema Unterdrückung und Umerziehung der uigurischen Minderheit in der Volksrepublik China. Im Januar war Ulrich Delius, Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker, in der Stadt und informierte über den Stand der Dinge. Am Dienstag, dem 21. Januar, sprach Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker im PFL über ein Thema, das noch immer recht wenig Aufmerksamkeit auf sich zieht. In der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas sieht sich die Minderheit der Uiguren massiven Repressalien durch die Regierung ausgesetzt. Die Uiguren, das sind schätzungsweise etwa 10 bis 20 Millionen Menschen muslimischen Glaubens. Sie sprechen eine eigene Sprache und haben eine eigene Kultur, die sich klar von der chinesischen Kultur unterscheidet. Die chinesische Regierung will das nun durch Umerziehungslager ändern, wie Ulrich Delius erklärt. Es gibt massive Verfolgungen, wir sprechen sogar von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die begangen werden. Diese muslimischen Nationalitäten werden systematisch momentan verfolgt, in der Weise, dass man wahllos eigentlich Angehörige dieser Nationalitäten in Umerziehungslager einweist. Sie haben keinerlei Vorstellung, wann sie da wieder herauskommen und sollen dann eben die
den Vorrang der kommunistischen Partei dort lernen und eben gute Chinesen zu sein, sprich den Vorsitzenden Xi Jinping und seine Schriften zu kennen. Und insgesamt durchlaufen sie so einen Prozess der Assimilierung, das heißt der Aufgabe der eigenen Kultur und der Anpassung an die chinesische. Und das läuft eigentlich darauf hinaus, dass sie ihre Identität verlieren. Die Umerziehungslager zur Durchsetzung dieses Programmes bezeichnet die chinesische Regierung beschönigend als Bildungseinrichtungen. Augenzeugenberichte aus diesen Lagern zeugen jedoch von schweren Menschenrechtsverletzungen. Der Alltag, der beschrieben wird, ist wirklich schrecklich. Die Leute sind eben 24 Stunden am Tag unter Videoüberwachung. In allen Räumen, von Aufenthaltsräumen bis zu Toiletten, sind Kameras installiert. Und diese Kameras sollen nicht nur überwachen, was machen die Leute, sondern sie sollen vor allen Dingen unter Einsatz von künstlicher Intelligenz auswerten, ob das, was die Leute sagen, auch wirklich das ist, was sie denken. Das heißt, wenn jemand dann erklärt, ja, ich bekenne, dass Xi Jinping der große Vorsitzende ist und am besten für uns Uiguren weiß, wie wir uns verhalten sollen, dann kann man über diese Programme eben letztlich in Erfahrung bringen, ob die Person das tatsächlich denkt oder nicht. Wenn sie es nicht denkt, sondern einfach nur vorgibt, sich so dem Diktat der Partei zu unterwerfen, dann kommt sie nicht raus aus dem Lager. Sie kommt erst raus aus dem Lager, wenn quasi diese Gehirnwäsche erfolgreich war. Die Stadt Oldenburg ist um gute Beziehungen zu China bemüht. Es bestehen zwei Städtepartnerschaften und man pflegt in wirtschaftlichen Betrieben und Schulen einen regen Austausch mit China. Laut Ulrich Delius hat die Stadt damit auch eine Verantwortung. Ja, auf jeden Fall sollte man über sie sprechen, diese Menschenrechtsverletzungen. Und man sollte gucken, mit wem man das tun kann, ob es überhaupt möglich ist, das mit Zivilgesellschaft in China zu machen. Trifft man die überhaupt oder trifft man nicht im Prinzip überwiegend ja, den Bürgermeister und die Stadtverordneten, die alle eben letztlich dann auch Mitglieder der Kommunistischen Partei sind und mit denen darüber sicherlich kein Dialog zu führen ist. Also die Frage ist einfach, kann man hier überhaupt von einer Städtepartnerschaft im herkömmlichen Sinne sprechen, wo es einen tatsächlichen Austausch gibt? Oder ist es eben überwiegend was man aus wirtschaftlichen Gründen betreibt, aber was man eigentlich nicht Städtepartnerschaft nennen sollte? Ob man dieser Verantwortung in Oldenburg auch nachkommt, das ist allerdings fraglich. Der Saal hätte beim Vortrag von Ulrich Delius jedenfalls voller sein können, gerade bei einem solch essentiellen Thema wie Menschenrechten. Mehr als 300 Menschen haben in Oldenburg im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Damit sind sie gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und unserer Stadt. Im Kulturzentrum PFL wurden die neue Staatsbürgerinnen und Staatsbürger von Oberbürgermeister Jürgen Krugmann begrüßt. Wenn im PFL-Kulturzentrum die Nationalhymne erklingt, gesungen vom Ganztagschor der Grundschule Babenend, gibt es etwas zu feiern. Den Anlass erläutert Oberbürgermeister Jürgen Krogmann. Diese Menschen haben diese Entscheidung getroffen, nicht nur hier zu wohnen, sondern hier mit vollen Rechten und Pflichten auch Teil der Gesellschaft zu werden und dazu die Staatsbürgerschaft, die Staatsangehörigkeit anzunehmen. Das sind Menschen, die sind zum Teil geflüchtet zu uns, aber wir haben hier heute auch wahrgenommen, es gibt auch Menschen, die sind hier schon geboren als Kinder ausländischer Eltern, die hier aus Berufswegen oder anderen Wegen hier in Deutschland gelebt haben und haben sich jetzt erst entschieden, Mitte 30 war ja der eine Herr hier, der sich jetzt erst entschieden hat, die deutsche Staatsbürgerschaft dann auch rechtlich anzunehmen. Neben dessen Begrüßung gab es auch Beiträge von vier neuen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern aus Polen, Venezuela, England und Schottland zu hören. Die Gründe für Einbürgerung sind so vielfältig wie die Antragsteller selber. Dazu Neubürger Hector Rodriguez, der aus Venezuela floh. Ich wollte meine ganzen Menschenrechte sichern und halten. Ich bin schwul und deswegen bin ich hier nach Deutschland gekommen. Ich konnte einfach in mein Land, ich komme aus Venezuela und damals, als ich ein Kind war, konnte man nicht schwul sein. Heutzutage ist es ein bisschen besser, aber ich musste mich früh als Junge mir überlegen, ob ich eine Zukunft da hatte. Und
Gar nicht. Zur Einbürgerung wird zunächst die deutsche Sprache auf gutem Niveau vorausgesetzt. Jedoch muss man sich auch 8 Jahre nahezu ununterbrochen in Deutschland aufgehalten haben. Ausnahmen davon gibt es für EU-Bürger oder auch Partner von deutschen Staatsangehörigen. Dadurch dauern die Verfahren unterschiedlich lang, wie Justina Steinhagen, 2015 aus Polen gekommen, und Hector Rodriguez berichten. Also eigentlich kurz. Damit habe ich ja nicht gerechnet. Ich habe eigentlich den Antrag, wann habe ich das beantragt? Im April. Und dann im September habe ich schon den Bescheid bekommen, dass ich eingebürgert wurde. Eigentlich, klar, man müsste da ganz viele Unterlagen zusammensammeln. Es war lang, sehr viele Winter. aber trotzdem, es war nicht hart oder schwer, es war einfach langsam. Es war fast 7 Jahre und in diesen 7 Jahren hatte ich immer Angst. Angst, zurückkehren zu müssen und ja, wie ich gesagt habe, ein falsches Dokument konnte mein Leben hier gefährden. Rodriguez bemerkte auch Unterschiede, die diese neue Situation mit sich bringt. Ich habe das Gefühl, dass ich doch Menschenrechte habe, dass ich eine Familie haben könnte, dass ich Kinder haben könnte. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich kein ganz und komplettes Mensch bin. Die Stadt ihn und die etwa 300 weiteren Einbürgerungen des vergangenen Jahres unterstützt, erklärt Jürgen Krogmann. Wir haben ein gutes Bildungs- und Weiterbildungssystem. Es muss ja Sprachkurse geben. Für die Kinder ist natürlich wichtig, dass eine gute Bildungslandschaft da ist. Wir haben eine Stelle für Integration und Migration bei der Stadt Oldenburg, die sich also um die Integration kümmert. Wir versuchen das auf vielfältige Wege zu unterstützen. Justina Steinhagen fühlt sich jedenfalls sehr wohl in Oldenburg. Sehr gut. Also ich würde nie Oldenburg verlassen. Also ich habe mich von Anfang an sofort an Oldenburg verliebt. Das ist wirklich eine super Stadt. Wie gesagt, nicht zu groß, nicht zu klein. Hier ist immer was los und kann man wirklich sehr gut leben. Oldenburg also für immer. Umrahmt wurden die Feierlichkeiten mit Musik von Schülern der städtischen Musikschule und einem kleinen Empfang. Von Herbst 1943 bis Frühjahr 1945 kämpften in Italien Zehntausende Partisanen gegen die deutschen Besatzungstruppen und ihre faschistischen italienischen Verbündeten. Die Wanderausstellung Banditi e Ribelli zeigt den aufopferungsvollen und verlustreichen Kampf der Partisanenbewegung und ihre Hoffnung auf eine grundlegend veränderte Gesellschaft. Zu sehen ist sie im Forum St. Peter. Das Forum St. Peter in Oldenburg zeigt bis Ende Februar die fotodokumentarische Ausstellung Banditi e Ribelli über die italienische Resistenza in den Jahren 1943 bis 1945. Genauer gesagt über die Entwicklung des Partisanenkrieges in Italien. Ronja Oltmanns, Vertreterin des Geschichtsinstituts Historico Reggio Emilia, erzählt uns mehr über den Inhalt dieser Wanderausstellung. In der Ausstellung geht es vor allen Dingen um die Geschichte der italienischen Resistenza von 1943 bis 1945. Aber wir fangen auch ein bisschen vorher an. Wir fangen mit dem Kriegseintritt des faschistischen Italiens 1940 an, weil das ganz maßgeblich für die Entwicklung der Partisanenbewegung ist. Die Ausstellung gab es schon bereits in anderen Städten zu sehen. Wie es dazu kam, die Fotografien und Geschichten nach Oldenburg zu holen, dazu Steffen Müller, einer der Mitorganisatoren. Ja, also wir haben uns so als Gruppe von Leuten einfach überlegt, dass das ein sehr spannendes Thema ist und wir kannten halt diese Ausstellung, wir wussten davon, das ist eine Wanderausstellung, die halt in vielen Orten schon gezeigt wurde und da haben wir uns überlegt, dass wir das auf jeden Fall auch hier machen wollen, weil wir eben denken, naja, das ist ein sehr wichtiges Thema, wir können daraus heute noch viel lernen, auch wo der Faschismus jetzt wieder deutlich stärker geworden ist in den letzten Jahren, auch zum Beispiel in Oldenburg. Und außerdem ist es tatsächlich so, dass wenn die Ausstellung gerade nicht irgendwo gezeigt wird, dass sie hier in Oldenburg auf dem Fliegerhorst lagert. Das hat es natürlich besonders einfach gemacht. Abgesehen von der normalen Fotoausstellung im Forum St. Peter wird es für den kommenden Monat ein umfangreiches Rahmenprogramm geben. Wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen dazu organisiert. Also wir haben verschiedene Filme, die teilweise hier und teilweise im Cinecar gezeigt werden.
Wir haben Vorträge, da gibt es als einen Schwerpunkt Frauen in der Resistenza. Wir haben einen Vortrag, der sich eher so mit der Lokalgeschichte beschäftigt, also italienische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in der Region Oldenburg. Wir haben einen Vortrag zur Regiopädagogik, die auch Wurzeln in der Resistenza hat. Und ganz am Ende gibt es dann noch einen Vortrag zur Krise des Antifaschismus in Italien, zum Aufstieg der neuen Rechten in Italien. Was die Zuschauer aus der Ausstellung Banditi e Ribelli entnehmen sollen, dazu nochmal Ronja Oltmanns. Ich glaube, dass wir von der Resistenza viel lernen können, dass es Inspiration geben kann, in einer ganz auswegslosen Situation trotzdem Widerstand zu leisten gegen den Faschismus und gegen die deutsche Besatzung, sich zusammenzuschließen mit ganz vielen sehr unterschiedlichen Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Motivationen gekämpft haben. Und das trotz großer Repression und, ja, wie gesagt, einer auswegslosen Situation, die aber trotzdem zum Erfolg führen kann. Und es ist natürlich auch wichtig, an die Verbrechen der Nationalsozialisten und deutschen Faschisten zu erinnern, die eben Italien ab 43 besetzt hatten und ja auch dazu beigetragen haben, dass also mit dieser Besetzung, dass sich dieser Widerstand formiert hat. An dem Projekt mitgewirkt haben verschiedene politisch engagierte Personen, die daran interessiert waren, die Ausstellung nach Oldenburg zu holen. Jedoch konnte mit der Unterstützung des Forum St. Peters, dem Sineca und dem Gedenkkreis Wehen alles umgesetzt werden. Finanzielle Unterstützung gab es von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der DGB-Jugend, dem FEMREF und dem AStA der Uni Oldenburg. Die Wanderausstellung Banditi e Ribelli ist noch bis zum 24. Februar im Forum St. Peter zu sehen. Und das war's dann auch schon mit Radio Globale für heute. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss!